Im Fokus heute natürlich die Daten zur Inflation und die Headline-Zahl zum Vormonat mit 0,3%, ein bisschen niedriger als erwartet. Alles andere, also Kernraten zum Vormonat und zum Vorjahresmonat, wie auch die Headline-CPI zum Vorjahresmonat, genau wie erwartet. Aber das hat die nächste Rallye an den Aktienmärkten ausgelöst. Man hofft doch auf die Zinssenkung. Irgendwann vielleicht schon im September, und diese Rallyes sind insofern erstaunlich, als wir ja noch Ende Januar so um und bei 6 bis 7 Zinssenkungen eingepreist hatten in den Aktienmärkten. Jetzt ist die Chance da, dass es vielleicht eine oder vielleicht zwei gibt, vielleicht, und wir zaubern wieder mal eine Rallye. Also so richtig konsistent ist das nicht. Man sieht aber seitens der Wall Street vor allem das halbvolle Glas und ignoriert, dass wir heute dann auch schwache Einzelhandelsumsätze gesehen haben. Die zeigen, dass der US-Konsument sein Pulver verschossen hat, dass diese Geschenke aus der Corona-Zeit abgefrühstückt sind und jetzt bald das andere Thema kommen wird, nämlich wie stark wird die Abkühlung sein? Wird es eine Rezession geben? Wahrscheinlich ja. Und wie heftig wird sie sein, weil der Konsument nicht mehr mitmachen kann? Aber das ist das Thema wohl dann der nächsten Wochen. Schauen wir uns erstmal die Dinge an, wie sie sich heute abgespielt haben. Neben dem Debakel, dass heute AMC und GameStop, also diese irre Rallye bei diesen Meme-Aktien, heute verkraften mussten. Schauen wir uns die Daten an. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, eigentlich wie erwartet, nur CPI zum Vormonat 0,3 statt 0,4%. Und das war das, wo eigentlich auch die Schwankungsbreite war, wenn wir uns mal die Analystenschätzungen anschauen. Manche 0,3, manche 0,4, das war also der Punkt, wo man unsicher war. Alles andere ist letztendlich gekommen wie erwartet. Aber wie gesagt, es hat gereicht, hier eine Rallye zu zaubern, wenn wir uns die Dinge mal anschauen. Gasoline, also Benzin, war ein Treiber dieser Inflation. Wir haben dann auch Bereiche wie eben Owners Equivalent Rent, also die Housing-Komponente ist nach wie vor ein Inflationstreiber. Used Cars und diese Geschichten, Airline Fare, also Flugtickets, die sind disinflationär gewesen. Das haben viele als positives Zeichen gesehen. Und ja, die Kerninflation ist das erste Mal ein bisschen nach unten gegangen, also nicht wirklich nach unten zum Vormonat, sondern ist etwas weniger gestiegen mit eben 0,3%. Aber auch das ist ja ein nicht unwesentlicher Anstieg, zumal wir ja schon ein sehr hohes Preisniveau haben. Und hier sehen wir diese Supercore, also diese Kerninflation ohne den Bereich Housing, etwas weniger hoch als im letzten Monat und im vorletzten Monat, aber im Vergleich zum Vorjahresmonat sehen wir nach wie vor einen Anstieg. Also für die Fed dürfte das bedeuten, so ganz ist die Kuh noch nicht vom Eis, zumal die wirkliche Inflation wohl etwas höher sein dürfte. Hier sehen wir zum Beispiel mal Gesundheitsversicherung, Health Insurance. Und da machen die Amerikaner die Erfahrung, dass die immer teurer werden. Aber laut Statistik sind die billiger geworden, nämlich 12% innerhalb eines Jahres. Jeder amerikanische Konsument sagt da, das kann nicht sein. Bei mir ist die Rechnung eher um 20%, 30% gestiegen. Warum ist das so? Weil man bei der Berechnung dieser Gesundheitskosten nicht auf den Konsumenten guckt, sondern die Gewinne von Healthcare-Unternehmen sich anschaut. Und wenn die zurückgehen, dann ist das disinflationär. Wenn sie steigen, wäre das inflationär. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Denn was sagen mir die Gewinne von Healthcare-Unternehmen in Relation zu den Verbraucherpreisen? Hat damit nichts zu tun. Das Entscheidende ist ja, was die Konsumenten letztendlich zahlen. Aber Schwamm drüber. Also diese Unschärfen sind drin, so oder so. Wir sind jetzt 37 Monate in Folge zum Vorjahresmonat bei einer Inflation von über 3%. Das ist die längste Strecke immerhin seit Anfang der 90er Jahre. Also wie gesagt, noch nicht wirklich Entwarnung für die Fed. Kann die Fed da die Zinsen senken? Das ist die Frage. Die Commerzbank sagt, nein, das wird noch nicht der Fall sein. Die Fed braucht noch Geduld. Hier sehen wir, dass die Inflationsdaten zwar etwas entspannt waren im April, aber immer noch zu hoch sind laut der Commerzbank. Wir sind immer noch über 0,2%. Und die Commerzbank geht davon aus, dass vielleicht dann im Dezember die erste Zinssenkung kommt. Die Märkte aber sagen, die wird schon sehr bald kommen, im September. Dann Auftritt von Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, der sagt, ja, das ist eine ganz ordentliche Zahl, aber wir hatten zuvor drei eher schlechtere Zahlen, also höhere Inflationsdaten. Dementsprechend ist das jetzt noch kein Sieg für die Fed,
Aber es reduziert, und das ist, glaube ich, der Grund, warum die Märkte ja schon länger Party feiern, es reduziert das Risiko, dass die Zinsen nochmal steigen. Das reicht den Märkten offenkundig. Hurra! Die Zinsen steigen vielleicht nicht. Paul hatte ja gestern gesagt, die Zinsen werden absehbar auf diesem Niveau bleiben. Eigentlich eine Absage vorerst an Zinssenkungen, zumal er gesagt hat, wir müssen 3 schwächere Monate sehen bei der Inflation, dass wir sicher sind, dass die Inflation auch auf 2% geht. Aber die Märkte sagen, ist doch schick. Hier sehen wir mal die Erwartungen hier für den S&P von JP Morgan, von Goldman Sachs. Um und bei ist es so gekommen mit dieser Zahl und den Erwartungen, die die Analysehäuser hatten. Warum? Weil eben jetzt die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist aus Sicht der Fed Fund Futures und aus Sicht der Märkte offenkundig, dass eben im September die Zinsen sinken. Jetzt die Wahrscheinlichkeit 53% zu um und bei 30%. Dass die Zinsen um 25 Basispunkte dann am 18. September gesenkt werden. Etja Denich sagt, ja, wenn die Fed jetzt noch anfängt, die Zinsen zu senken, dann könnten wir bis 6.000 im S&P 500 steigen. Klar, das macht natürlich Sinn. Aber heute dann eben die Einzelhandelsumsätze auch sehr, sehr schwach, 0,0%. Deutlich schwächer als erwartet hier diese Zahl. Auch die Control Group, also das, was ins BIP der USA einfließt, mit minus 0,3 deutlich schwächer. Und wenn wir uns mal anschauen, was war da schwächer? Wir hatten ja höhere Gasoline-Preise gesehen. Das hat die Umsätze nach oben getrieben. Wir haben dann sowas wie Non-Store-Retailers, also praktisch Online-Umsätze. Einige Faktoren, die hier sich negativ ausgewirkt haben, aber entscheidend ist hier mal Core Retail, also ohne Nahrung und Energie sehen wir, wären die Einzelhandelsumsätze sogar gefallen, also negativ, und wenn wir das jetzt mal adjustieren mit der Inflation, also mit den Preisanstiegen, dann sehen wir, dass die 0,3% gefallen wären. Jetzt im April zeigt also, dass wir hier ein Problem bei den Konsumenten haben, und das geht schon länger so. Wir haben zwar jetzt im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg nominell von 2,7% bei den Einzelhandelsumsätzen. Wenn wir allerdings mal mit der Inflation das abgleichen, dann sehen wir, dass die rückläufig sind mit 0,7%. Das heißt, es sind nur die gestiegenen Preise, die das Ganze überhaupt noch über Wasser halten, respektive im Plus halten. Aber der Konsument hat ein Problem. Es sind vor allem die jungen Konsumenten, die Generation Z. Davon sind 15% aus dieser Generation. Die sind schon auf Anschlag, was ihren Kredit betrifft. Das heißt, die kriegen jetzt nicht noch mehr Kredit. Und wir sehen auch, die Sparquote ist ja immer weiter gefallen. Kein Wunder also, dass die Konsumdaten jetzt ein bisschen enttäuschen. Und wenn wir jetzt diese Einzelhandelsumsätze vor allem auch und auch den New York Empire State Index mal zusammenzählen, dann dürfte das hier noch negativer werden, als es vor den heutigen Daten schon war. Diese Grafik, die wir sehen, nämlich dass der Economic Surprise Index, also der Index, der bemisst, wie stark die Daten positiv oder negativ abweichen, die Wirtschaftsdaten von der Erwartung, der dürfte noch weiter nach unten gegangen sein und ein neues Tief erreicht haben. Macht aber nichts, sagen sich die Aktienmärkte. Der Spider ETF, 10. Handelstag in Folge nach oben. Und interessanterweise, wenn man sich die Inflationsdaten mal anschaut, dann sehen wir, dass Financial Services 2,5% gestiegen sind. Warum? Weil die Aktienmärkte gestiegen sind, damit das Depotvolumen gestiegen ist, der Amerikaner. Und dass die Gebühren hier bei Brokern etc. etc., die richten sich nach dem Depotvolumen, also wie viel auf dem Konto ist. Und weil das alles gestiegen ist, sind eben auch die Preise gestiegen in diesem Sektor. Das heißt, die Anstiege der Aktienmärkte sind per se schon mal ein Faktor für die Inflation. Witzigerweise, die Bank of America sagt, also das sieht gut aus. Wir dürften bis 5.560 steigen im S&P 500, säkularer Bullmarkt. 5.560, heute ja schon ein Allzeithoch, knapp bei 5.300. Sven Henrik allerdings zeigt, dass wir im Chart beim S&P 500, beim RSI eine negative Divergenz sehen. Das heißt, wir sehen ein neues Hoch beim S&P 500, aber der RSI tiefer als bei dem letzten Hoch, nennt man auf wöchentlicher Basis eine negative Divergenz. Mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Und böses Erwachen heute bei den Meme-Euphorikern AMC. Massiv zunächst gestiegen heute wieder, um dann noch massiver zu fallen. Warum? Schon gestern hatte man ja
eine Kapitalerhöhung verkündet. Also man gibt mehr Aktien aus. Wir haben jetzt ein Viertel mehr Aktien von AMC als noch kurz zuvor. Und auf der anderen Seite hat man ein Debt-for-Equity-Swap emittiert. Also praktisch, die Leute können die Schulden kaufen und kriegen dafür Aktien. Das ist auch eine weitere Verwässerung. Mit anderen Worten, AMC, ein nicht wirklich gesundes Unternehmen, ein marodes Unternehmen, saniert sich auf Kosten derjenigen, die glauben, hier den schnellen Dollar verdienen zu können. Diese Kursanstiege werden dann genutzt von der Unternehmensführung, um sozusagen mit dem Geld der Spekulanten irgendwie das eigene Unternehmen zu retten. Das haben sich viele bestimmt auch anders vorgestellt. Und diese beiden Aktien alleine, GameStop und der AMC, haben jetzt in den letzten 24 Stunden zu Verlusten geführt von 15 Milliarden Dollar bei den Käufern dieser Aktien. Abschließend, meine Damen und Herren, es gibt eine Zustimmung von Joe Biden zu Duellen mit Donald Trump. Der hatte vorgeschlagen, Juni und September soll das Ganze stattfinden. Trump hat gesagt, da bin ich dafür, aber lass uns doch Juli und August machen. Also das wird vielleicht noch jetzt ein Zankapfel sein. Ja, wann machen wir das dann? Und Donald Trump dann: Crooked Joe Biden is the worst debater I have ever faced. Also der schlechteste Diskutante, den ich kenne. Also gleich wieder die nächste Spitze gegen Joe Biden. Das konnte er sich offenkundig nicht verkneifen. Aber das wird natürlich spannend, was diese beiden Herrschaften dann zaubern. Ob Biden da irgendwie einigermaßen heil aus der Sache rauskommt, angesichts seines doch schon ziemlich fortgeschrittenen Alters. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. AMC. AMC wirkt mit Kapitalerhöhung die Meme-Rallye ab, zumindest fürs Erste. Warum das Ganze sich so ungünstig gestaltet hat, lesen Sie diesem Artikel gerne weiterempfehlen. Und die zweite und letzte Empfehlung: Die EZB will die Zinsen senken. Das hat heute ein hochrangiger Notenbanker gesagt. In 3 Wochen werde man zweifellos die Zinsen senken. Und die Optionsmärkte wetten, dass die EZB noch stärker die Zinsen senken wird, als die EZB das wahrscheinlich derzeit glaubt. Auch diesen Artikel zur Empfehlung oben über Social Media. Jetzt sage ich Servus, ciao.